Hallo, liebe Facebook-Freunde. Ich habe hier einen sehr guten Freund von mir, den ich schon seit Jahren kenne und auch einige Male schon betreut habe. Cenk Tosun, Fußballprofi bei Beşiktaş Istanbul. Hervorragendes Talent, einer der größten Talente bei uns hier in Hessen oder in Deutschland. Er hat mich heute besucht in meiner Fußballakademie, im Sportsclub am Main in Rüsselsheim. Und der muss ja in 3 Tagen, glaube ich, wieder in die Türkei. Da fängt die Vorbereitung an. Und ich habe den heute ein bisschen fit gemacht. Cenk, wie hat es dir denn heute gefallen bei uns? War sehr gut. Auf jeden Fall hat mir sehr Spaß gemacht. Auch wenn du mich heute richtig ernst reingenommen hast. Das wird sich dann während der Saison zeigen. Weil Vorbereitung ist echt wichtig, damit man sich während der Saison nicht verletzt. Und heute haben wir wirklich sehr gut trainiert mit dir. Die ganze Erfahrung, die ganzen Sachen, was du aus deiner Spielzeit noch mitbringst, haben mir heute echt sehr viel gebracht. Und ich danke dir sehr. Wie du weißt, als Ex-Profifußballer oder aktueller Profifußballer in der Türkei ist ja so, wir haben ja eine Vorbildfunktion, werden ja beobachtet und so. Und gerade in der Fußballschule erwünschen sich ja viele Kinder den Traum, Fußballprofi zu werden oder sich irgendwie fußballerisch weiterzuentwickeln. Wie siehst du das denn eigentlich? So, was kannst du den jungen Spielern für Tipps geben oder auf dem Weg? Ich würde nur sagen, dass sie auf jeden Fall mal herkommen und reinschnuppern sollen, weil das Training, was du hier mit den kleinen Jungs hier führst, Hut ab, das ist wirklich auch so wie die Profimannschaften trainieren. Die Sachen, die du hier machst, die trainieren wir auch in der A-Mannschaft bei uns. Und je früher man damit anfängt, desto besser ist es. Und ich kann nur sagen, dass das Mannschaftstraining nicht allein reicht. Man muss auf jeden Fall mehr machen, mehr als das Mannschaftstraining machen, damit man irgendwo hinkommen will. Das habe ich auch meistens gemacht. Ich habe nicht nur das Mannschaftstraining gemacht, sondern immer weiter extra gearbeitet. Und das hat sich dann auch ausgelohnt. Auf jeden Fall hierher kommen, ins Sportsclub Rüsselsheim. Und ich möchte auch den Germano danken, dass er so eine super Anlage hier gemacht hat und es uns zur Verfügung gibt zum Trainieren. Und dem Mokim danke ich auch. Wir möchten uns auch herzlich bedanken bei dir. Du bist immer gern gesehen. Du bist mein Bruder. Auf dem Wege wünsche ich dir alles Gute, fußballerisch, wie deine Familie, alles Gute. Und wichtig ist, bleib immer gesund und authentisch, so wie du bist. Und das macht uns auch Spaß, auch in Raunheim. Du bist immer gut. Willkommen. Dankeschön.